Was willst du denn hier? Wahrscheinlich suche ich immer noch nach einer Erklärung. Hat das hier irgendwas mit mir zu tun? Allerdings. Du hast meiner Mutter deine Kollegen auf den Hals gehetzt. Die Kollegen haben, soweit ich weiß, in einem Fall von Hausfriedensbruch ermittelt. Sie hätte sterben können! Es ist alleine deine Verantwortung. Du hast das Spiel angefangen. Was ist wert? Melanie. Ich bin da nicht stolz drauf. Es war so leicht, mich rumzukriegen, ja? Nein. Ich musste dir nichts vormachen. Frau Hansen, gut, dass ich Sie noch treffe. Ich hatte ja keine Ahnung, worum es hier geht. Das verändert natürlich alles. Ich habe meine Anzeige zurückgezogen. Sie stehen ja offenbar extrem unter Druck. Wenn Sie mal wieder mit jemandem reden wollen, dann kommen Sie gerne zu mir. Ich weiß nicht. Das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Ihre Undercover-Arbeit im Bereich OK muss ja sehr belastend für Sie sein. OK? Ich musste es ihm erzählen, Melanie. Ich habe mir aber eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lassen. Also es wird nie jemand von deiner Tätigkeit im Bereich organisierte Kriminalität erfahren. Na dann. Dann danke ich Ihnen, Herr Pastor. Halten Sie die Ohren steif.